Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin in einem Part, wo wir die drei Regis fangen werden. Aber zunächst müssen wir das Spiel neu starten, denn wir haben es ja gerade erfolgreich durchgespielt. Und irgendwie ist der Ton aus. Ich habe keine Ahnung warum. Warum ist der Ton aus? Warum ist der stumm? Egal. So. Hier ist unser Save. 47 Minuten, Stunden gespielt. Und wir sind wieder im Wurzelheim. Oh mein Gott. Mutti, würde dieses Programm gefallen? Ich bei mich besser. Na gut, ja, jetzt haben wir ja alles erledigt und... Was zum Teufel? Hey, das ist ja Kevin. Du hast uns ja schon lange nicht mehr besucht. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe ja das erledigt. Das soll ich dir von einem Mr. Breck geben. Bootsticket erhalten. Das ist ein Ticket für die Fähre. Ich weiß, dass es in Graffitport City und Sega Sub City Anlegestellen für Fähren gibt. Kevin, wenn du den Ehrgeiz eines Trainers hast, dann geh zum Duellturm. Dort wirst du lernen, dass der Weg eines Trainers nie ein Ende findet. Und ich mach mal kurz. Ich danke dir, dass du dich während meiner Abwesenheit um das Haus kümmerst. Was, um das Haus? Soll ich mich um den Haushalt kümmern oder was? Das ist ja ein toller Vater. Naja gut, ich werde es euch kurz zeigen, wir werden es in diesem Let's Play... Na, soll ich es machen? Soll ich es machen? Ich weiß nicht, soll ich es machen oder nicht? Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Ich zeige es euch am besten schnell und dann könnt ihr... Wobei, nee. Ja, ich mach's einfach. Das war im Saphir-Let's Play total schlecht gemacht. Ich mach's jetzt einfach mal. Auch wenn ich gar keine Lust drauf habe. Wir müssen eben noch ein bisschen was machen, dann kommen die Regis halt im nächsten Part. Dann ist es dieser Part halt Duellturm und der ganze Scheiß. Wir müssen ja auch noch die Küstenhöhle machen. Und wo gehe ich eigentlich hin? Die habe ich auch komplett ignoriert, oder? Soll ich die Küstenhöhle machen? Nee, ich glaube, die Küstenhöhle lasse ich. Wir haben es ja schon im Saphir-Let's Play gemacht. Ja, ich werde es dann wieder verlinken einfach. Falls ihr es sehen wollt, das mit der Küstenhöhle haben wir, wie gesagt, schon gemacht. Hallo, du willst mit der Fähre fahren? Zeigst du mir bitte dein Ticket? Ja, Kevin zeigt dein Ticket, ja. Perfekt. Das ist alles, was du brauchst. Und wo soll die Herreise hingehen? Zum Duellturm! Zum Duellturm! Einverstanden? Ja. Bitte komm an Bord, wir legen bald ab! Okay. Unsere Pokémon müssten geheilt sein, die werden immer automatisch geheilt ab der... Was? Was? Ich dachte, wir müssen jetzt auf dem Schiff und das sind Trainer und sowas. Aber ja gut, dann... Ach nee, das ist anders, das ist von... Wenn man von... Graffitport City nach Sega Sub City fährt, dann kommen die Trainer. Ich zeige euch schnell den Duellturm auf der Karte, wo wir gerade sind. Na, wo ist denn die Karte? Das gibt's doch nicht. Wo ist die Karte? Achso, nee, Quatsch, die ist am Pokénef, genau. So, Gott, ist das komplex hier. Okay, der Duellturm ist hier, wir können auch hier immer hinfliegen mit unserem Tropius. Oder einem anderen Pokémon, das fliegen kann. Was? Sind wir jetzt während der ganzen Reise mit dem Fahrrad, okay. Ich gehe nicht eher weg, bis ich die 35 Trainer in Folge besiegt habe. Ich frage mich, was passiert, wenn man das geschafft hat. Habe ich noch nie geschafft, den Duellturm, so die ganzen Trainer zu besiegen. Ich glaube, da müssten wir schon 100 Pokémon haben. Ich zeige euch am besten in diesem Part noch einen Trick, wie man seine Pokémon ganz schnell auf Level 100 trainieren kann. Das heißt, ganz schnell. Durch einen Trick halt, auf Level 100, ohne was Großes zu tun. Hui. Sind es aber viele starke aussehende Trainer. Ich bin nicht gut genug, hier anzutreten. Tja, dann werde gut genug. Dies ist der Duellturm. Trainer tragen mit ihren besten Pokémon Ausscheidungskämpfe aus. Na gut, schauen wir uns den Duellturm mal an. Wir kommen im Duellturm. Nee, wir sind noch zu schwach. Wir können hier nur mit 50er und 100er Pokémon antreten. Das finde ich extrem blöd gerade. Erst ab der Smart-Edition wird es gefixt, dass man ja auch mit stärkeren Pokémon als über Level 55, über 50 kämpfen kann. Ohne dass man gleich den 100er auswählen muss. Die Anzahl der in Folge gewonnenen Kämpfe wird hier aufgezeichnet. Die Erfolge werden dann neben dem Registrierungsschalter ausgehängt. Sie stehen aber auch auf der Rückseite deines Trainerpasses. Das Trainerpass? Wie jetzt? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich schaue es mir mal an. Trainerpass ist hier. Ach ja, da ist übrigens eine andere Frage. Weil wir die Liga geschafft haben. Erste Ruhmeshalle. 47 Stunden, 50 Minuten und 41 Sekunden.
Hallo, hallo, du willst hier kämpfen, richtig? Verrätst du mir jetzt, was du während der Kampfvorbereitung denkst? Ja. Wieder so ein unnötiger Scheiß. Ich mach einfach mal, okay, ich habe keine Lust drauf. Wie? Du hast deine Meinung geändert? Meine Güte, du bist ja aber launisch. Ja. So bin ich halt. Mit dem Duellturm kann man auch seine Pokémon klonen, allerdings weiß ich nicht so genau, wie es geht. Das werde ich vielleicht im Smart Let's Play euch zeigen, aber hier in diesem Let's Play noch nicht. Sobald du den Duellturm offiziell betreten kannst, kannst du ihn nicht eher verlassen, bis du gegen 7 Trainer entweder verloren oder gewonnen hast. Überlege also gut, bevor du als Herausforderer antrittst. So, was ich jetzt euch zeigen werde, ich werde euch zeigen, wie man seine Pokémon ganz leicht auf Level 100 trainiert, durch einen kleinen Trick. So, und zwar fliegen wir zunächst zur Pokémon-Pension. Dort haben wir ein Pokémon. Noch, ich möchte erst schauen, wie es gewachsen ist. Ich weiß nicht mehr, welches Pokémon es war. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ah, du bist es. Wir haben ein Pokémon aufgezogen und wurden überrascht. Der Pokémon... Nein, ich will es eigentlich. Nein. Ja. Nein, ich will es nicht haben. Na, komm schon, du alter Tatagreis. Nimm doch das Ei bei dir. Ey, behalt das Ei. Nein, ich möchte es nicht haben. Nein. Ja, jetzt behalt's gut und ende jetzt. So. Schauen wir uns erst an, wie viele Level unsere Pokémon bekommen haben. Ninjaska hat 22 Level gestiegen und Wampel, boah, Wampel. Okay, dann nehme ich mal mein Ninjaturm mit. Und dann holen wir unser Wampel einfach mal wieder ab und nehmen unser Ninjaturm einfach mal wieder mit. Quatsch, und lagern unser Ninjaturm bei der Pension. So, und dann zack, nehmen. Ninjaturm habe ich in der Last Pokémon gelagert. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ihr den Trainierungspart gesehen habt. Aber jetzt werden wir es bei der Pension abgeben und nehmen unser Wampel gleichzeitig mit. Ach scheiße, wir brauchen noch Platz. Stimmt ja. Okay. Platz. So, und dann so. Welches lage ich denn jetzt ab? Ich lasse einfach mal unser Shiny Metal draußen. So, zack, zack. Gut, ja. Okay, Ninjas hat Level 42 und Wampel hat Level 42. Wampel kann jetzt bestimmt Käfer... Ne, Käferbiss gibt es erst an der 4. Generation. Okay, Wampel. Nehmen wir unser scheiß Wampel einfach mal wieder mit. Hätte schon längst ein Papinella sein können. Oder ein Schaloko. Nee, Schaloko nicht. Papinella oder Pudox. Je nachdem, was für ein, was für eine Nummer dieses Wampel hat, eine Idee oder was auch immer. In die Identifikationsnummer oder irgend so ein Scheiß, das ist kein Mensch kapiert. So, jetzt lagern wir unser Ninjaturm einfach mal rein. Es kann keine neue Attacke mehr erlernen. Aus dem Grund, weil es schon alle Attacken kann. Ich habe im Wiki nachgeschaut, es kann keine Attacke mehr lernen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Es kann auch sein, dass es noch eine Attacke lernen kann, aber egal. So, als nächstes muss ich sicherstellen, dass wir ein Kunstrad haben. Und haben wir ein Kunstrad dabei? Ja, es sieht nach einem Kunstrad aus, das ist gut. Und jetzt fliegen wir zur... Oh Mann. Jetzt fliegen wir einfach mal hier nach Bad Lavastadt hin. Mit unserem Blatt-Pokémon, Tropius. So, und jetzt gehen wir zu der Stelle, wo wir ein Eilrad brauchen, um hochzukommen. Ich erkläre euch, wie dieser Trick funktioniert. Je nachdem, wie häufig man Schritte bekommt, bekommt das Pokémon in der Pension Erfahrungspunkte. Und wenn man hier ständig nach oben geht, mit der Speed-Taste natürlich, fängt an, dieses Pokémon Erfahrungspunkte zu gewinnen. Und zwar sehr viele. Auf einmal. Beim Game Boy kann man das einfach so machen, dass man irgendwas Schweres auf diesen Hochknopf drauf tut, sodass dauernd die Hochtaste gedrückt wird. Und man ständig nach oben fährt, währenddessen das Pokémon in der Pension Erfahrungspunkte gewinnt. Und so auf Level 100 sein wird. Es ist allerdings sehr, ja... Also ihr solltet sicherstellen, dass ihr einen
Gameboy hat, das ein Ladekabel hat, weil mit Batterien ist es schwierig, da muss man die Batterien immer wechseln. Und ansonsten kann man hier seine Pokémon alle auf Level 100 trainieren, ohne viel tun zu müssen. Wir müssen einfach nur nach oben laufen und speeden. Tja, sieht jetzt ein bisschen epileptisch aus, sag ich mal. Okay, jetzt fliegen wir mal zurück und dann zeige ich euch, wie viel Erfahrungspunkte das Pokémon jetzt gewonnen hat. Dum, 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 dum. Ah, nein, nicht zu dem, der ist ja. So. Okay, Nidias ist um 23 Level gewachsen. Und jetzt. Achso, ja. Ja, ihr seht, wir haben unseren Nidatom abgegeben vor ungefähr, ja, vor ein paar Minuten. Und es hat ein Level abbekommen. Unser Nidias hat auch 22 Level abbekommen, aber nur weil es schon länger drin ist in der Pension. Da waren noch die Schritte vor der Pension noch mitgerechnet. Ja, ansonsten, ja, dauert es ein bisschen. Da muss man schon lange warten, bis ein Pokémon auf Level 100 drin ist. Ja, und das ist so der Trick. Könnt ihr anwenden, wenn ihr wollt. Und als nächstes zeige ich euch, ich glaube, ich mache die Küstenhöhle. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber ich mache es jetzt einfach. Ich tue jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und bring's hinter mir. Nein, Quatsch, wir wollten ja noch, die ganzen Matrosen besiegen. Okay, keine Küstenhöhle. Kann ich mich weiter davor drücken? Okay. Nein, hier geht's nicht lang. Wo ist hier die Werft? Wo ist hier die Werft? Da ist die Werft. Ich lerne es auch nie, wo die Werft ist. In Gryffindor City weiß ich es auch noch nicht. Okay. Hallo, wir sind mit der Pferdefahrt. Zeig mir bitte dein Ticket. Ich bin zeig das Ticket. Perfekt. Das ist alles, was du brauchst. Und wo soll die Reise hingehen? Gryffindor City. Nach Gryffindor City? Einverstanden. Ja, bitte komm an Bord. Wir legen Bord ab. Na also, genau so. So stelle ich es mir vor. Ja, wir hoffen, du genießt die Reise mit uns. Schau dich ruhig auf dem Schiff um. Ja, das müssen wir leider machen. Kapitel 1. Ah, okay, schauen wir in Kabine 1 einfach mal rein. Ich fühle mich etwas albern, aber die Liebe gibt mir Kraft. Ah, Doppelkampf. Cool. Ah, scheiße, jetzt haben wir nur 5 Pokémon dabei. Naja, ist auch egal, wir schaffen es eh. Oh nee, Lebiskus und Lebiskus. Ein nerviger Kampf kann es werden. Aber wir sind so überlevelt. Die kämpfen ja gegen den Champion von Höhen, also. Sehr optimistisch. So, Libiskus Nummer 1. Und jetzt kommt Libiskus Nummer 2. Aber ich glaube kaum, dass es ein One-Hit-Kill wird, oder? Hm, sogar ein One-Hit-Kill, cool. Ich meine, da war kein Step drauf und Alros ist nicht so besonders die angriffsstarke Attacke, aber es war trotzdem ein One-Hit-Kill. Die 10 Level haben anscheinend gereicht. Das hat mich jetzt überrascht. Naja, gut. So, und hier steht Kabine Nummer 2, logischerweise. Wow, das müsste unsere Kabine sein, oder? Ein warmes, weißes Bett. Machen wir doch ein kleines Schläfchen. Ja, die Pokémon können wir hier heilen. Wir hoffen, du genießt die Reise mit uns. Schau dich ruhig auf dem Schiff um. Ach, das sagt er nur zu uns. Na gut, die anderen sind völlig unwichtig. Hauptsache, wir sind gut versorgt. So, hier Kabine 3. Erinnert mich irgendwie an den Schiffswrack. Oh nein, Schnösel. Ah, du kommst gerade rechtzeitig. Ich langweile mich schrecklich. Du musst mich jetzt unterhalten. Nee, ich muss hier gar nichts. Ich muss dir in den Arsch treten, das muss ich. Schnösel. Siegbert Schnösel. Oh, Azumarill. Na, wie verreichlicht ist dieses Azumarill? Teste mir es doch mal. Wenn's ein Wollenkill wird, ist es verweichlicht. Okay, es ist verweichlicht. Tja. Das hast du selbst zu schreiben. Hi. Das reicht. Gut, das war Kabine Nummer 3. Hier kommt Kabine Nummer 4. Oh, ein alter Mann. Sind deine Freunde stark? Ja, die sind sehr stark. Ich bin nämlich der Champion von Höhen, solltest du wissen.
Mich herauszufordern könnte tödlich sein. Ey, du Nachmacher! Nur weil ich Champion von Höhen bin, ist es kein Grund, mir meine Pokémon nachzumachen. Meine sind immer noch stärker. Bäm, ruckzuckip. Keine Paralyse! Ich warne dich. Gut, so, du wolltest es nicht anders. Bitteschön. So, Elektroattacke gegen ein Elektro-Pokémon ist zwar nicht sehr effektiv, aber Donner ist immer noch die stärkste Attacke von Voltenso. Und ja, Stärke geht über Effektivität. Wenn es darum geht, ein Pokémon zu besiegen, das im Level klar unterlegen ist. Ach komm, jetzt geht dieser Donner daneben. Ja gut, Donner ist ja auch nicht so besonders die treffsicherste Attacke in dem Spiel. Ja gut, Donner trifft jetzt nochmal. Sehr schön. Ach komm schon, das bisschen noch. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, du bist paralysiert. Ah, du kannst dich angreifen. Ist auch mal schön. Okay, Ruckzuckieb und tschüss, Voltenso. Ich hasse Voltenso. Wer bitte schön hat einen Voltenso in seinem Team? Ist ja mal blöd. So, Level 56 für Voltenso. Claudio. Ist doch ein Mädchenname, oder? Boah, die Freunde sind in der Tat stark. Alright. Ist da was im Abfalleimer? Nein, nichts im Abfalleimer. Die sind alle so schön sauber, die von Höhen. Genauso wie die in Einal. Ich meine Anal. Schau dir ruhig die anderen Kabinen an. Trainer langweilen sich auf der Überfahrt und werden sicher gerne kämpfen. So, hier ist ein alter Knacker. Willkommen an Bord, Kevin. Ach, du bist es, Mr. Brick. Hallöchen. Ich bin jetzt der Kapitän der MS Tide. Du kannst mich ab sofort Captain Brack nennen. Ich war zwar schon in Rente gegangen, aber als ich dieses majestätische Schiff gesehen habe, lasst es mich so sagen, es weckte die schlafende Seele eines Seemanns in mir. Mhm. Und wie geht's denn, Pecco? Wow, der hat zwei Betten. Was will mit zwei Betten? Na gut. Ich pendle ständig zwischen Sagamore Sloop City und Griffinport City. Das ist mein Hobby. Ich gehe von Stadt zu Stadt und nehme am Pokémon-Wettbewerben teil. Wie am Pokémon-Wettbewerben? Tja, aber so cool wie unser Voltenso wirst du nicht werden. Oder dein Pokémon. Sechs Pokémon. Ich mag keine sechs Pokémon. Okay, bringen wir schon hinter uns. Einmal. Soll ich speeden? Nee, wir haben genug Zeit. Ich speede hier nicht. Das wird hier ein sonstiger Part mit sehr viel Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich möchte das Spiel ja 100%, also ja, ohne halt alle Pokémon zu fangen, halt 100% alle Trainer und so besiegen. Das verstehe ich unter 100%. Und alle Pokémon fangen ist für mich 200%. So, Voltenso setzt nochmal Donnerblitz ein. Oh Gott, wie soll ich das kommentieren? Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen beim Eneco Kill Simulator 2012. Und unser heutiger Gast ist ein Voltenso und natürlich viele Enecos, die unser Voltenso ausschalten kann. Ja, und hier sehen wir, unser Voltenso schafft es mit Leichtigkeit, dieses Level 12er Eneco auszuschalten, was völlig schwach gegenüber unser Voltenso ist. Und die Alarmanlage von meiner Wohnung geht an. Sowas aber auch. Und jetzt brennt plötzlich mein Zimmer. Oh mein Gott. Nee, das tut's natürlich nicht. Ich sag's einfach nur so, weil es gerade so lustig passt. Und hier kommt das letzte ein Enecoro. Das ist wahrscheinlich die Mutter von den ganzen fünf Enecos. Und das hat einen Donner verdient. So, Donner für die Mutti. Und die Mutti ist down. Alright, Alita ist auch down. Das war ein wunderbarer Kampf. Oh Gott, ich mit meinen Dialekten, das kann doch kein Mensch verstehen. Haben wir die Kabine schon? Oh, nee, haben wir noch nicht. Oh, du bist ein wunderbarer Trainer. Möchtest du eine Tasse Tee? Oder lieber, möchtest du lieber kämpfen? Tja, wir haben uns entschieden. Ich will lieber einen Tee. Ja, lustig. Annette. Oh nee, nicht Roselia. Ich sag nur Toxin. Oder Grasflöte. Bitte keine Grasflöte. Bitte nicht. Und warum setze ich Ruckzuckieb ein? Oh, zum Glück der Vorwurzel. Ich dachte, jetzt kommt Grasflöte oder Toxin oder irgendwas Fieses.
Na toll, jetzt halte sie ständig, aber das ist mir auch egal, denn Ezra wird er eh gekillt werden durch einen Donnerschlag. So, Donnerschlag, ich meine Donnerblitz. Donnerblitz. So, du bist geschockt, was? Tja, was? Du hast überlebt? Nein. Ach, zum Glück nur Lock, doof. Die Attacke bringt überhaupt nichts, außer dass er mein Pokémon besser treffen kann, aber... Ja, das ist jetzt eher überflüssig, denn jetzt würde er durch Ruckzuck gefistet. So, hier, ich gebe dir Fist. Nein! Warum haben wir hier eine Top-Genesung? Oh, komm, kein Top-Genesung, Mensch. Na gut, sie ist eine Lady. Ladies können Top-Genesung einsetzen. Schnusel genauso, weil sie so geizig sind. Und schon wieder geht die Alarm-Dingsbums an. Der Alarmmelder, Feuermelder, was auch immer. Ach komm, jetzt geht der Dollar daneben. Was soll denn der Müll? Natürlich kommt jetzt eine Statusveränderung-Attacke. Die muss ja früher oder später auch kommen. Voltenso ist schwer vergiftet. Tja, es gibt für Voltenso. Mimitz ist langweilt gerade. Ich wechsle. Oder nee, dann kommt wahrscheinlich wieder Toxin, so wie ich mein Glück kenne. Donner! So, das war's jetzt, Roselia. Das wirst du nicht überleben. Und wenn doch, dann bin ich wütend auf dich. So! Einfach meinen Voltenso vergiften. Das geht doch nicht. Mein schönes Voltenso. Ich verstehe. Du bist eher der aktive Typ. Was geht dich das an, was für ein Typ ich bin? Leg was in den Mülleimer? Leer. Toll. Hm. Okay, hier. Und ich mach Pause. So, hier bin ich wieder. Uiuiui. Kind, hast du an der Tür geklopft? Nee, ich hab's eingestoßen. Security. Nee, Quatsch, Sicherheitsdienst. Wir müssen ihre Kabine durch. Egal. Nikolai. Hm. Sengo. Sengo? Na gut, Sengo ist ein gutes Pokémon eigentlich, ne? Sengo spielt eher auf Volltrefferquote. Und Wanted Kill, das war's mit dem Sengo. Nikolai. Komischer Name. Kennt ihr Nikolai? Ich kenne einen Nikolai. Okay, hier ist die letzte Kabine fürs Erste. Was, musst du kotzen? Das ist doch kein Kotzeimer. Was soll denn der Müll? Hallo? Ich verhalte mich überhaupt nicht verdächtig. Hier, das ist für dich. Es kostet dich nichts. Es, ehrlich, ich habe es nicht jemandem übernommen. Das würde ich nie tun. Es ist sauber. Nimm es ruhig. Das wird wohl Übernahme sein, was uns gegeben hat. Ich kapiere die Attacke gar nicht, was sie kann. Übernahme? Drückt die nächste Attacke eines Pokémons und setzt sie dann gegen diesen Gegner ein. Also, ähnlich wie Spiegeltrick, bloß, das ist vor der Attacke geht, die der Gegner einsetzt. Glaubst du es? Schon wieder diese Rauchmelder. Die wollen mich nerven. Meine Mitbewohner wollen meine Let's Plays versauen. Habe ich so das Gefühl. Okay. Ein warmes, weiches Bett. Bla bla bla. Ist doch klar, dass ein Bett weich ist. Oder glaubst du, dass ein Bett hart ist? So ein Steinbett. Komm, kann man hier rennen? Nein, nicht einmal rennen kann man hier. Was für ein Müll. So, hier ist das Lager. Dingsbums. Oh, ich habe die Schnauze voll. Und ich bin hundemüde vom Putzer. Und kaum verstehst du genau das Richtige. Okay, ich glaube, das ist der letzte Trainer in diesem Spiel. Glaube ich zumindest. Ich kann doch sein, dass noch einer da ist. Und er setzt einen Tentoxer ein. Was soll denn der Scheiß? Tentoxer! Komm, na gut, aber der perfekte Gegner für Voltenso. Heute gibt es gebratene Quallen. Quallenfischen kann man so. Quallenfischen? Ne, Quallenschocken eher. Quallenschocken ist das bessere Wort. So, das nächste und sein letztes ist Mashok. Na gut, viele Matrosen haben einen Mashok aus irgendeinem Grund. Der hat wahrscheinlich einen Mashok, weil er im Lager arbeitet und so. Dann kann ihm sein Mashok bei der Arbeit helfen. Ach, das wäre cool. Wenn es echt Pokémon gäbe, dann könnte man sie einfach die ganze Arbeit erlegen lassen und man kriegt dann das Geld dafür. Und ist hier was im Mülleimer? Ich meine, das ist im Lager. Das ist ein Lagerraum, da muss doch was sein. Naja. Alter, was ist denn los? In den Mülleimern ist immer gar nichts drin. Okay, fast nichts. Eine Überreste. Dieses Item trägt normalerweise immer Relaxo, aber Relaxo gibt es hier in dieser Edition nicht. Dies ist der untere Bereich des Schiffes.
Hier gibt es sehr viel Platz, genau richtig für einen Pokémon-Kampf. Wie sehr viel Platz, alles ist vollgestellt mit Lagerdingen, Lagercontainern. Und du sagst, es gibt hier viel Platz, träumen weiter. Ja gut, dann wird das hier der letzte Train in diesem Let's Play sein. Genieß diesen Kampf, machen wir nochmal episch. Dieser Feuermelder regt mich gerade so richtig auf. Okay, hier ist ein Maschok. Ich versuche mir jetzt nicht mehr aufzuregen, weil so viel Ausraster in einem Let's Play möchte ich natürlich nicht haben, sonst kann dieses Let's Play Konkurrenz in Sachen Ausraster mit Yu-Gi-Oh! 5Ds 2009 machen. Und Level Up für Voltenso, Level 57. Und sein letztes Pelipper, das wahrscheinlich letzte Trainer-Pokémon im Spiel. Also gleich gehe ich raus und schreie. Was soll denn der Scheiß mit dem Rauchmelder? Meine Let's Plays werden dadurch versaut. Verdammte Scheiße. Oh, Großer Bruder, ich habe verloren. Tja. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Trainer ausgeschaltet. Wir sind in Graffiport City angelangt. Und ich glaube, ich werde diesen Part auch jetzt beenden. Küstenhöhle werde ich nicht mehr machen. Falls ihr die Küstenhöhle sehen wollt, hier ist der rechts neben. Wobei, noch nicht. Später. Ich zeige euch schnell die Küstenhöhle und dann zeige ich euch die. Dann mache ich eine Verlinkung. Genau, dann könnt ihr euch das anschauen. Von meinem Saphir-Display habe ich nämlich die Küstenhöhle gemacht. Ist zwar viel schlechter gemacht als dieses Display, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass dieses Saphir-Display besser ist als dieses. Weil, ja, ich habe es mir ein paar Mal angeschaut und muss zugeben, ein paar Saphir-Displays sind doch besser als dieses Let's Play. Also ein paar Parts sind besser als ein paar Parts von diesem Let's Play, muss ich sagen. So, okay, dann zeige ich euch schnell die Küstenhöhle und dann machen wir den nächsten Part, die. Ich kann nicht surfen. Was soll denn der Müll? Okay, ich hole mir schnell ein Surfer-Pokémon. Dam-da-dam-da-dam. Ich habe kein Pokémon da, das Surfer kann. Was soll denn der Müll? Ich werde doch nicht so blöd sein, meinen Wälzer abzulegen, oder? Achso, Shiny Metal kann. Stimmt. Oh, Wälzer habe ich auch abgelegt. Ach, das ist ja mal wieder super gelöst von mir. Kompliment. So. Und unser Groudon kriegt immer noch keine Pizza. Tja, Groudon, du wirst deine Pizza nie bekommen. Erst wenn dieses Play vorbei ist, dann können wir Pizza essen gehen. Lecker, lecker, dann esse ich mit Groudon Pizza. Dann gehe ich zum Italiener. Und kaufe ihm eine Pizza. So, hier. Küstenhöhle. Jetzt soll ich schnell den Eingang. Okay, momentan ist Ebbe. Ich speede jetzt. Also momentan ist Ebbe. Es kann auch sein, dass es hier manchmal Flut ist. Dann ist hier mehr Wasser. In der Ebbe ist hier kein Wasser. Und es wechselt sich alle 6 Stunden lang. Dieser Rhythmus. Und je nachdem, ob es Ebbe oder Flut ist, kann man spezielle Items finden. Aber das werde ich euch in diesem Special Part meines Saphir Let's Plays erzählen. Link jetzt rechts neben dran. Also hier drauf klicken, falls ihr euch für die Küstenhöhle interessiert. Ich werde hier es allerdings nicht mehr machen. Ich habe es ja schon im Saphir Let's Play gemacht und habe auch jetzt, muss ich zugeben, wenig Lust darauf. Und ich möchte jetzt eigentlich noch die Regis und Quarze noch machen und dann möchte ich dieses Let's Play auch schon beenden. Und mit Kristall, naja, weitermachen. Auf Kristall habe ich zugegeben mehr Lust als auf dieses Let's Play, weil ich die Kristall-Edition viel, viel besser finde als dieses Spiel. Und ja, im nächsten Part, wie gesagt, Regis. Und dann im übernächsten, im finalen, letzten Rubin-Part, Quarze. Also bis zum nächsten Part oder bis zum Regi-Part. Bis dann, Leute. Ciao.